Hallo zusammen, ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen zur Pressekonferenz vor unserem anstehenden Heimspiel. Ich darf heute neben unserem Cheftrainer Pal Dardai auch unseren Torwart Marius Gersbeck in der Runde begrüßen. Die beiden werden heute eure Fragen beantworten. Am kommenden Samstag empfangen wir um 20.30 Uhr bei uns im Olympiastadion den 1. FC Nürnberg. Das Stadion öffnet um 19 Uhr, also 90 Minuten vor Anpfiff. Wir erwarten rund 45.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei uns im Olympiastadion und müssen noch verzichten auf Agu Rochel, Peter Pekarik und auch auf Tjaak Ernst. Und damit starten wir mit euren Fragen. Fangen an bei Carsten Briefer, Bild BZ. Paul, ja. Marius steht wieder im Tor. Was zeichnet ihn denn besonders aus? Was sind seine größten Stärken? Woher weißt du, dass das im Tor steht? Naja, weil du nicht an die Latte... Hat gerade gesagt, wahrscheinlich. Ja. Hast du nicht zugehört? Das ja. Tjaak. Das meine ich. Wahrscheinlich, Tjaak. Sie hat die Entscheidung getroffen. Ja, naja. Sie ist die Chefin. Ja. Okay, also, ich kennt mich, ja. Ich habe gute Meinung über Marius immer wieder gehabt. Und auch mit U17 damals, erster großer Erfolg bei Nachwuchs. Mit Andi Thom war deutscher Meister. Ohne ihn hätten wir sogar gar nichts geschafft. Und dann durch die Jahre, also auch menschlich, auch sportlich, ja, haben wir ein vernünftiger, sogar ein guter Verhältnis. Und deswegen bei mir, ich bin immer ruhig, wenn ein Tor steht. Und sind wir auch zufrieden mit seiner Leistung im Training, auch was in die Kabine leistet als Mensch, Sportler. Und natürlich habe ich auch ein bisschen Daumen gedrückt für ihn, weil ich glaube, das dritte Mal hast du im Tor gestanden, oder? Erste zwei war Niederlage. Und das ist auch, ich glaube, für Sportler, das ist schwer zu verarbeiten. Aber die letzte Mal geile Sieg gegen einen Gegner, wo auch sehr wichtig für uns, für die Fans, für alle. Und hat eine gute Leistung gezeigt und wir sind zufrieden. Und ja, wenn er gesund bleibt, dann steht er in die Tor. Machen weiter bei Costa Karatanassis für 94.3 RS2. Hallo zusammen. Paul, Nürnberg hat, ich sag mal, relativ wenig Tore gemacht, gerade im Vergleich zu euch. Was macht die aus deiner Sicht aber trotzdem gefährlich? Ich glaube, die haben sie in der Qualität. Da haben sie ein paar Spieler, dass die ja mal aus dem Nichts und durch das Zentrum auch mit Kurzpassspiel, mit Kombination, guter besser Schnittstelle. Also die haben schon ihre Stärke. Nicht umsonst haben sie ähnliche Punktzahl wie wir. Natürlich, die sind erfahrene Mannschaft in dieser Liga. Wir waren Hinrunde eine unerfahrene Mannschaft. Jetzt sind wir etwas erfahrener. Und trotzdem, ja, ich halte über die gegnerischen Trainer. Ich habe sehr gute Meinung, auch über Nürnberg habe ich eine gute Meinung, aber hier zu Hause, wie wollen wir genauso mit der Offensivität spielen wie die letzten paar Heimspieler und genauso wollen wir auch gewinnen und wir wollen keine Luft geben für die Gegner. Weiter geht's bei Wolfgang Heise für den Berliner Kurier. Ja, der Statistikfuchs hat ein bisschen zugeschlagen. Sonnabendabend wurde noch nicht ein Spiel gewonnen. Vier Niederlagen, ein Unentschieden. Was kann man dagegen machen? Oder warum wird der Bock umgestoßen am Ostern? Also vielleicht ein Espresso mehr trinken, ja, ein bisschen Koffein, für wach zu sein. Und andere Seite vielleicht Flutlicht für Trainingsplätze. Haben wir auch nicht. Ja, also, weil da können wir trainieren. Nein, Spaß vorbei. Schöne Analyse, ja, da müssen wir das ändern. Also nehme ich mit, die Kritik, ja. Wahrscheinlich etwas machen wir falsch. Vielleicht müssen wir die Tagesordnung noch mal umdenken. Ja, mit der Tagesform, damit man vielleicht besser schlägt oder konzentrierter mitgeht. Also, ja, danke für die Aufmerksamkeit, dass du nachgeschaut hast. Wirklich, da muss ich auch oder wir ein bisschen beschäftigen. Und ja, okay. Dann schlafe ich jetzt nicht mehr. Wir werden uns damit beschäftigen und in jedem Fall wollen wir verbessern die Flutlicht-Negativität. Aber frag von Marius, vielleicht bei Flutlicht die Torhüter sehen sie vielleicht nicht so deutlich, die Bälle, keine Ahnung. Die Familienväter werden da schon müde um die Zeit, wahrscheinlich deswegen. Kann auch sein. Noch eine Frage von Costa Karatanassis, 94.3 RS2. Im Prinzip eine Anschlussfrage an Marius. Ist das ein dankbares Spiel? Samstagabend, Flutlicht, Gegner ist jetzt nicht bekannt für seine Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor? Das kann man vorher mal so sagen, dann wird man im Spiel eines Besseren belehrt. Von daher ist es einfach schön, glaube ich, abends beim Flutlicht im Olympiastadion zu spielen.
Andreas Hunzinger für den Kicker, bitte. Marius, der Pahl hat der Trainer gerade gesagt, wie gesagt, wie er Sie einschätzt, wie auch Ihre Performance hier sieht. Wie sehen Sie denn Ihre Rolle? Und auch, Sie sind ja, da Sie ja vielleicht auch unter Umständen mit einer anderen Idee im Sommer angetreten sind. Ja, aber die Umstände waren jetzt nun mal so. Und von daher bin ich froh, dass ich einfach wieder ganz normal dabei bin. Ich glaube, dass ich trotzdem in der Mannschaft, ich nenne mal diese ältere führende Rolle mit übernehmen kann und das auch gerne mache, vor allem in der Kabine. Und auf dem Platz bin ich halt dankbar für jede Chance, die ich kriege, um da auch zu zeigen, was ich dann natürlich kann. Wolfgang Heise für den Berliner Kurier noch einmal. Paul, noch mal ein kurzes Update zu den Nationalspielern. Peter Pekarik ist verletzt zurückgekommen, sonst gab es keine Mal leiden. Also, ich glaube, Marto nennt nicht Müdigkeit, weil das war nicht wenig für ihn. Halbe Stunde und dann durchspielen mit der Drucknahme Dardai. Und der das sehr gut gemacht hat. Große Lob hat er bekommen, auch offiziell, auch über Journalisten und auch über seinen Trainer. Das ist schön, auch von den Mitspielern. Aber das hat man gesehen, wie er ankommt. Es ist auch ein bisschen ja, von mental habe ich Müdigkeit, aber hat er genug Zeit. Heute hat er mittrainiert. Bei den jüngeren Spielern, Pascal, Ibo und Gola, die sind bestimmt ein bisschen enttäuscht. Aber von Staffelung, wer wie lange gespielt hat, ist okay. Ich glaube, müssen wir nicht Angst haben wegen Müdigkeit. Dann Buka habe ich jetzt bestimmt, so wie er umläuft, ist ein bisschen enttäuscht. Kann ich auch verstehen. Er hat nicht so viel gespielt, aber hat er Elfmeter reingemacht hat und trotzdem, die sind raus. Das ist schon, spürt man bei ihm mehr um spaziert oder Körperhaltung, dass er so eine große Chance gewesen zur Europameisterschaft für Griechenland. Dann, was haben wir noch? Becker, Muskelverletzung. Ja. Tabakovic und Smile, leider enttäuscht, aber ich glaube, die haben nicht viel gespielt. Die waren sich schon frühzeitig sehr professionell hier. Das finde ich sehr cool und sehr gut. Die haben sich komplette Woche und können wir mit die planen. Ich glaube, habe ich keiner vergessen. Benze. Ja, Benze hat auch zurückgekommen. Sehr gute Spiele gemacht hat angeblich. Hanno Balic hat angerufen. Und sonst, schon das war's mit Nationalspieler. Javier Caceres für die Süddeutsche Zeitung. Ja, da wir gerade bei den Nationalspielern sind, Maxi Mittelstädt und Robert Andrich, also zwei frühere Herthaner, haben sich mehr oder weniger in die deutsche Nationalmannschaft gespielt. Was sagt Ihnen das? Sie sind jetzt nicht mehr bei Hertha. Warum haben die solche Schwierigkeiten gehabt, sich hier durchzusetzen und sich auf dieses Niveau zu spielen? Also über Andrich kann ich nicht reden, weil ich war noch damals einer Spieler, denke ich. Ich habe meine Karriere abklingen lassen. Bei U23 habe ich noch ein bisschen gekickt und Trainerschein habe ich gemacht, Schule und so weiter. Dann weiß ich, dass er bei der Akademie haben sie immer sehr gut geredet haben über ihn. Bei den Sitzungen, das ist noch, wenn ich Auge zumache, Frank Vogel hat jedes Mal gelobt, so richtig. Und ich glaube trotzdem, was er da Schnitt gemacht hat oder wie er da mit seiner Karriere umgegangen hat, das war die richtige, ja, die richtige Linie. Hat er überall Spielpraxis, hat sich zurückgekämpft und eine Ausbildung von Hertha. Aber er hat sich selber ja, mit seinem Fleiß groß gemacht hat. Und drücken wir die Daumen als Berliner Nachwuchsspieler. Bei Max ist anderes. Das ist Hertha Ausbildung komplett. Ja, und er hat einen guten Trainer da, eine gute Atmosphäre, sehr positiv alles da. Und sieht man, was man mit Positivität erreichen kann. Ja, und Maxi hat hier bei uns auch Vertrauen bekommen. Hat. Also unter mir hat er immer wieder gespielt. Mal Sechse sogar zum Not oder Flügel oder Hintern. Also praktisch, ich glaube, sehr viel Spielzeit bekommen hat. Und nach meiner Sicht hat er es auch wunderbar geschafft. Also das war gut. Und darf man nicht vergessen, junge Spieler dürfen sie Fehler machen. Nur hier in Berlin wird, wenn ein junger Spieler Fehler macht, ein bisschen komisch beobachtet. Ja? Aber deswegen sind sie jung. Auch ein Maxi Mittelstädt, wenn es Jahre vielleicht hat er drei Fehler gemacht hat, aber dann hat er dreimal gute Szene gemacht hat nach vorne. Und er hat gewechselt, weil der Moment gekommen hat, wo er wahrscheinlich ja, für seine Entwicklung eine bessere Schritte gesehen hat. Und das muss man akzeptieren. Und wir drücken die Daumen.
Und danke, Maxi. Die Wein hat richtig geschmeckt, hat, was ich von dir bekommen habe, wenn du das hörst. Und ist ein guter Junge, weiß jeder. Sogar deutscher Meister mit dir. Stimmt. Nee, jünger. Doch, hat er mitgespielt, ja, 17. Ja. Costa Karatanassis, 94-3, RS2. Vielleicht noch mal ganz kurz zu dem kommenden Spiel jetzt. Das Hinspiel war ja sehr turbulent mit roten Karten, Eigentor und so weiter. Was für ein Spiel erwartest du, Pai? Ich glaube, so wie wir entwickelt haben, ja, und selber die Kiel-Spiel, das war unentschieden, aber trotzdem, ja, erwartete Tore oder nach Analyse, da solltest du eine Menge Tore machen. Und so wie uns momentan im Heimstadion uns präsentieren, die Offensivität und auch sehr schlau verteidigen, ja, da muss ich sagen, da sehe ich für uns wieder einen Tag, wo wir richtig brennen müssen und einfach gewinnen. Und ich würde nicht viel mit den Gegner beschäftigen, nicht viel mit der Situation. Ja, das ist einer der Gegner, wo Respekt verdient hat. Aber so wie wir momentan die Rückrunde zu Hause spielen, ja, da muss die Tagesform so sein wie die letzte oder vorletzte Spiel und einfach durchziehen. Gibt es noch Fragen aus der Runde? Dann danke bis hierhin. Vielen Dank fürs... Warte, Marius ist hier. Ein bisschen müssen wir noch mit Marius noch beschäftigen. Also Marius, weil wir wissen, wie das deiner Torwarttrainer sein Vertrag ausläuft. Ablösefrei wahrscheinlich die Torwarttrainer. Wie findest du die Torwarttrainer? Arbeitest du sehr gut mit Herrn Menger? Oder wie ist die Atmosphäre bei der Torwartabteilung? Ja, vielen Dank für die Frage. Ich bin sehr zufrieden. Ich glaube, wir entwickeln uns alle weiter. Wir haben alle ein gutes Verhältnis, auch im Torwartteam. Und vor allem gefällt mir die Analyse, dass man dadurch dann nach den Spielen, nach dem Training sieht, was man falsch gemacht hat, was man verbessern kann. Die Tipps helfen uns, glaube ich, allen sehr weiter. Sehr gut. Noch eine Frage hier. Noch eine Frage für Marius. Okay, danke schön. Oh, doch, da gibt es noch eine. Sehr gut. Andreas Hunzinger vom Kicker. An Mario, der Trainer hat schon eben gesagt, worauf es ankommt, wie gesagt, was man mitnehmen muss. Was würdest du sagen, wenn man jetzt mal aus dem Schalke-Spiel was ableiten kann, was müsst ihr mitnehmen? Und wenn du da auf das Spiel zurückblickst, ist ja schon 2 Wochen, wo hättet ihr selbst zu diesem Spiel eventuell noch einen Ansatz für Optimierung? Ich glaube, wir waren das ganze Spiel über sehr mutig, haben sehr viel Fußball gespielt und zu keinem Zeitpunkt, auch wenn es dann immer wieder die Rückschläge gab durch die Gegentore, uns aus der Ruhe bringen lassen. Das war, glaube ich, sehr gut. Da müssen wir anknüpfen. Und dann natürlich trotzdem einfache Fehler oder Gegentore am Ende natürlich verhindern, um es den Gegner da schwer zu machen. Weil ich glaube, offensiv haben wir auf jeden Fall die Qualität, immer ein paar Tore zu schießen. Wichtig ist nur, die Gegentoranzahl auch wieder runterzukriegen. Hammer. Toll, oder? Wirklich. Vielen Dank. Das war gut. Und danke für die Zuschauer, ja, weil bei 2-2 haben sie uns weiter immer wieder Unterstützung bekommen, aber dadurch die junge Mannschaft wird nicht unsicher und das ist auch sehr wichtig, gemeinsam. Stimmt. 2-2, gemeinsam 3-2, 4-2, 5-2. Na gut, weiter. Ja, dann vielen Dank für eure Fragen an dieser Stelle, vielen Dank fürs Einschalten, wir sehen uns am Samstag um 20:30 Uhr im Olympiastadion. Hahohe. Ciao.